Ja, moin moin Leute und willkommen zurück zu Age of Empires 4. Wir sind hier gerade dabei, ein bisschen unsere Verteidigung aufzubauen. Wir haben es immer wieder mit Angriffen zu tun auf unsere verbündeten Dörfer hier. Und vielleicht schicken wir die doch nochmal zurück. Weil hier unten haben wir eigentlich genug Truppen, die erstmal für die Verteidigung sorgen können. Ja, ihr seht das, hier kommen die auch schon wieder. Und wir haben hier zwar immer noch so ein paar Kanonentürme, aber die bringen auch nicht so wirklich viel. So, wo sind unsere Dorfbewohner? Ach Leute, wir können gar keine Mauern bauen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie so irgendwie standhalten. Okay. Was wir aber natürlich machen können, ist hier ein paar Gebäude bauen. Und dann hier auch weitere Truppen ausbilden, natürlich. Und nochmal zwei Priester. Wo sind die Priester denn hin? Die sind schon gestorben oder was? Okay, kein Problem. Ja, der Tron ist dann auch gefallen. Also die Fußtruppen sind wirklich nicht so gut zur Verteidigung geeignet. Wir sollen mit ihm hier auf jeden Fall noch so ein Hui Hui Pao bauen. Sollen wir das jetzt schon machen? Was meint ihr? Wir ziehen uns mal mit denen zurück und schicken unseren Krieger hier nochmal vor. Dann lassen wir den Rest gleich die machen. So, baut das mal alles schön auf hier. Und ihr könnt euch schon mal an das Kloster stellen, euch gleich hochheilen lassen. Und dann kommt schon wieder der nächste. Wir sitzen schon. So, hier haben wir schon mal wieder eine kleine Armee am Start. So, lassen wir den diesmal immer das Teil hier bauen. Kostet uns viel Stein, aber wir haben es ja. So, da sind unsere Priester auch endlich. Ich würde sagen, die schicken wir dann noch mal hierher. Wir haben hier oben ja noch notfalls das Fußvolk. Das klappt nur so semi-gut, habe ich das Gefühl.
ihre Belagerungsmaschinen bereit. Mit der Errichtung des Gegengewicht-Trebuchets konnten die Mongolen ihren Angriff auf die Zwillingsstädte in Gang setzen. Ismails Trebuchet eine vielfach größere Reichweite besaß als die Gegenstücke der Song, konnten die Mongolen aus sicherer Distanz angreifen. Okay. Errichten Sie mindestens eine Brücke über den Graben. Nutzen Sie die Infanterie, um Erdbrücken über die Taille zu bauen. Okay. Machen wir das mal hier. Nein! Nicht der! Die durch den Beschuss des Trebuchets alarmierten Soldaten der Song ließen an anderen Stellen Lücken in ihrer Verteidigung, die die Mongolen ausnutzen konnten. Das war nix. Jetzt haben wir hier unnötig natürlich Ressourcen und Einheiten verschwendet. Ich hoffe, die Angriffe hören zumindest auf. Truppen werden angegriffen. Mal gespannt, wie das hier gleich aussieht. Ja, wir hätten vielleicht erst die Türme hier mal zuerst kaputt machen sollen. Jetzt müssen wir wieder warten, bis wir 1000 Steine zusammen haben. Das war natürlich sehr doof von mir. Ach Leute, die Priester sind immer direkt mittendrin da. Was soll das? Vielleicht mal hier die Trefferpunkte erforschen, damit die nicht gleich umfallen. Die sollten so schön hochgeheilt werden. Okay, einen Mönch haben wir noch hier, immerhin. Errichten Sie mindestens eine Brücke über den Graben. So Leute, sammeln wir mal da ein bisschen weiter. So, wir kommen ja auch nicht so richtig hinterher mit der Nahrung. So, hier haben wir soweit alles gebaut. Dann würde ich hier die noch Nahrung sammeln lassen. Drei von denen und bauen auch hier ein paar Gebäude auf. Das nützt nichts. Keine Lust, da mal die Mönche wieder hinzuschicken. Bilden trotzdem schon mal zwei aus. So, können wir vielleicht noch forschen. Wir können hier noch ein bisschen was verbessern. Dafür bräuchten wir aber wieder Stein. Das wollen wir eigentlich nicht. Ein paar brechen wieder aus und holen sich mal die Katapulte hier. Und die schießen immer direkt auf die Priester. Schon ganz schön fies.
Brauchen wir Gold, brauchen wir. So, zumindest werden die jetzt geheilt. Das ist ja auch schon mal was. Die Mönche kosten nämlich auch immer ganz schön Geld. 200 Gold pro Stück. So, wir müssen wieder 1000 Steine zusammenkriegen. Dauert noch einen Augenblick. So, da kommen unsere Priester. Und ihr sollt natürlich auch ein bisschen heilen hier. Oh, ruhig nachproduzieren. So, da kommt schon wieder die nächste Welle. So, ihr geht erstmal zurück und lasst die jetzt hier den Rest machen. Hier unsere Truppen. Erhöht den Schaden von Fernkampfeinheiten, können wir vielleicht noch. Boah, wir haben so viel Holz hier, Leute. Mal alles verkaufen. So, Speertaktiken können wir noch erforschen und hier das Schießpulver. Ja, Katapulte ein bisschen angelockt hier. So Leute, wir können ein neues Triebwerk bauen. Ich hoffe, wir stellen uns jetzt diesmal ein bisschen besser an. Ja, zwei Mönche reichen hier vielleicht nicht. Wir schicken die Leute hier auch nochmal runter, zur Sicherheit. So, unser Einheitenlimit ist erreicht. Wir binden trotzdem schon mal Ressourcen hier für die Einheitenproduktion. Was verplant ist, ist verplant. So, das sieht doch gut aus. Die sind fast alle wieder hochgeheilt. Und wir schicken die Priester mal nach hinten. Hm.
So, unser Tribuchet. Nee, unser. Tribuchet, sag ich schon. Unser Tribox ist gebaut. Ich hoffe, er baut sich jetzt auch da auf, wo er nicht erreicht werden kann. Ja, sieht ganz so aus. Sehr schön. Und da fällt der erste Turm. Genauso soll das sein. Da kommt der nächste Angriff. Unsere Reiter halten sehr viel mehr aus als die Fußsoldaten. So, dann vernichten wir hier ein paar Einheiten noch auf der Mauer. Kann ja auch nicht schaden. Nachladen dauert immer ein bisschen. Und vielleicht können wir gleich schon einen zweiten bauen, wenn wir die Steine wieder voll haben. So, das ging beim ersten Versuch ein bisschen unter hier, dass wir mit dem erstmal über Reichweite die Türme platt machen müssen. Dadurch haben wir hier viele Fußsoldaten verloren. Wir schauen mal, was wir vielleicht noch erforschen können. Ausbildung von Schießpulvereinheiten ist dann möglich. Erhöht den Schaden von Rutten um 5. Wir haben ja keine Rutten, aber Belagerungsmaschinen vielleicht nochmal Brandschutz geben. Glaube ich nicht so verkehrt. Hier geht es direkt wieder auf die Kriegser. So, dann machen wir schon mal ein paar Gebäude platt hier. Ich glaube, es sind nur Schmieden, aber trotzdem. Was weg ist, ist weg. Okay, macht er nicht richtig. Dann machen wir die Türme weiter. Was ist denn los? Warum crasht ihr da so vor? Was soll das? Schnell die Priester wieder wegbringen. Kommen die Katapulte. Ja, genau. So soll es nämlich nicht sein. So, hier haben wir noch keine Stelle gebaut, soweit ich weiß. So, wir können einen zweiten bauen. Achso, Bevölkerungskapazität ist erreicht, okay. Können wir doch nicht. Ja gut, Leute, dann lassen wir mal hier die Brücke weiterbauen. Und ein paar Türme noch niederreißen. Du bleibst mal zurück. Dich brauchen wir vielleicht nochmal. So, brauchen wir den Ismail dafür? Tatsächlich. So, warum baut er die nicht hier?
Okay, dann kannst du ja auf die Gebäude mal schießen. So, was brauchen wir denn hier? Warum machen die das nicht? Brauchen wir Dorfbewohner vielleicht? Schicken wir da mal unsere Dorfbewohner hin. So, Priester wieder in Sicherheit bringen. Ah, die haben gerade noch überlebt. So, hier sind alle geheilt. Sehr schön, dann geht ihr mal ein bisschen zurück. Jetzt können wir auch noch die restlichen Sachen hier erforschen. Können wir was erforschen? Nee, dann haben wir glaube ich alles. Ja, gut Leute. Ich weiß noch nicht so richtig, wie das hier weitergehen soll mit der Brücke. Ich hoffe, dass die Dorfbewohner da halt Abhilfe leisten können. Zerstören da schon mal ein paar Gebäude. Kann ja auch nicht schaden. Da kommt schon wieder die nächste Ladung. Priester nach vorne holen. Wir schicken wieder zurück. Da kommt gleich sicherlich der nächste Angriff. Gut Leute, ich würde sagen, wir schauen uns das weiter an in der nächsten Folge. Schaltet gerne wieder ein. Bis dahin.